verstehe es nicht. Fakt ist, wir haben jetzt minus 446 Punkte und ich weiß nicht, wie ich wieder in den positiven Bereich komme, weil ich kann jetzt nicht groß aufholen. Ich kann jetzt nicht auf einmal hier Speed aufnehmen. Wobei, da müsste ich eigentlich mal was zeigen, was ganz lustig ist. Ich habe nämlich einfach mal auf der Strecke Hamburg-Lübeck den Steuerwagen von der Baureihe 218 getrennt. Also wirklich nur den Steuerwagen und den restlichen Doppelstockwagen. Das Ding geht ab wie sonst was. Aber Maximalgeschwindigkeit ist zwar in Anführungsstrichen nur 160, aber hallo, die Beschleunigung von 0 auf 100, ich glaube in 3, noch mal Sekunden. Ferrari ist da nichts gegen. Wahnsinn ist das. Ja, war ein bisschen mehr, aber es ging echt so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Also, das war schon eine krasse Beschleunigung. Muss ich vielleicht irgendwann mal zeigen. War einfach nur lustig. Natürlich hat das überhaupt nichts mit Realität oder sowas zu tun. Aber es ist wirklich einfach nur lustig. So. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich verstehe jetzt das Problem, was die eine Person hatte, die ja den Kommentar geschrieben hat. Fahr mal das Szenario, ich kriege keine Pluspunkte oder so war das. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum. Und da kann man ja echt nichts für, ne? Gut, manchmal Einstellung, Notbremse oder sowas. Da kann ich natürlich was für, aber jetzt für diesen Halt verstehe ich nicht. Wieso? Wieso? Frage ich mich beim Thema Fahrdienstleiter, darf er das überhaupt? Einfach so da anhalten, ohne Grund. Okay, vielleicht war vor mir noch der Zug, aber wieso dann auf dem Gleis und nicht auf dem anderen? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist halt die Sache. Als Lokführer ist man einfach das unterste Tier, sag ich mal. Ein Stück weit. Man nimmt ja immer nur Befehle entgegen oder muss sich nach irgendwas richten. In diesem Fall, den Kokolores, den der Fahrdienstleiter da verbockt hat. Was gerade echt keinen Sinn macht irgendwie. Ich dachte, eine Zugüberholung oder sowas. Nee. Was denkt er denn? So. Das Wetter macht einen dann natürlich auch noch depressiv, ne? Oh, Fahrstufe 30. Mehr ist nicht drin. So, und wir müssen jetzt wieder Zeit einholen, deswegen fahren wir auch mal ordentlich schnell, ne? Hier oben steht sowieso nicht, wie schnell ich maximal fahren darf. Das steht doch normalerweise immer, oder steht das dahinter? Nee. Das steht doch hier normalerweise irgendwo. Ist auch egal. Alles grün soweit. Okay. Donnern wir jetzt einmal kurz durch Reusdorf. 105. Gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hier ist auch alles grün soweit. Ah, ne, da sehe ich irgendwas Gelbes. Ja, minus 2426 Punkte! Wisst ihr was? Ich kündige. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Mann, nicht auf euch, Zuschauer, nein. Auf diese komische, diesen Kackverein von Bahngesellschaft, ich weiß nicht, weil wen soll man denn hier, oh, das ist ja schlimm.
Ja, okay, dann okay, okay. Meine Güte. Wahrscheinlich gibt es wieder Leute, die haben irgendwie da 100 Punkte, weiß ich auch nicht, wie die das machen. Vielleicht fahren die dann über die roten Signale und so, weil für die Pünktlichkeit kriegt man ja mehr Punkte, als man für rote Signale überfahren verlieren kann, ne? Das ist eine Logik wieder, ne? Guck, jetzt fahre ich hier fast 110. Das macht man doch mit einem Güterzug normalerweise nicht. Zumindest nicht mit einem von so einer Länge. Krieg ich ja gar nicht gebremst jetzt in einem Kilometer. Aber ist jetzt egal. Der Train Simulator will ja, dass ich zu schnell fahre. Der will ja, dass ich hier den Rowdy mache. Der, ne? Weißt du? Ich kann auch eine Peitsche nehmen. Naja. Sehr interessanter Mann, der Kinski. Naja. Klaus Kinski, das ist auch eine sehr interessante Person gewesen. Immer ein bisschen sehr ausgerastet. Jetzt müssen wir vorausschauend fahren, weil, wie gesagt, ich krieg den Zug jetzt nur schwer gebremst. Wobei, ich meine, die paar Punkte für Notbremse machen es jetzt auch nicht mehr aus, ne? Eieieiei. Jetzt ist auch wieder. Jetzt mache ich eigentlich gerade einen totalen Fehler. Eigentlich heißt es ja Sicherheit vor Pünktlichkeit. Ich drehe das gerade ein bisschen um. Aber das machen die im Train Simulator sowieso. Also von daher sage ich, da mache ich einfach mit. Ne? Ich bin jetzt ein Mitläufer. Einer von den ganz gefährlichen. Komm, jetzt heizen wir durch Sechtem. Kriegen wir da noch die 120 hin? Komm, 120 mit einem fast 500 Meter langen Güterzug. Komm. Ich will die 120 sehen. Schalalalala. Gib Gummi. Klar schaffen wir die 120 locker. 130 schaffen wir auch noch mit dem Teil. Wie gesagt, nur wenn jetzt gleich irgendwie ein Signal kommt, halt erwarten. Dann bin ich sowas von im Eimer. Ich glaube, da hinten kommt sogar sowas. Ich habe jetzt schon Angst. Nee, das ist nicht für uns. Ist das Asig auf dem Gegengleis? Guck mal, die Kurve, ja wunderbar. Junge Frau, passen Sie auf, hier kommt ein schneller Güterzug. So. Gibt es nicht fürs Hornen auch Minuspunkte? Was eigentlich auch ein bisschen Kokolores ist, weil man darf, glaube ich, immer hornen. Oder? Naja, wie auch immer. So, 160 dürfen wir maximal fahren. Die Lok schafft, glaube ich, 130. Puh, ja, können wir noch was drauflegen, ne? Oh Gott. Insane. Aha, endlich. Was? Endlich gab es mal Punktabzug wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich habe das schon vermisst. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich 3000 noch was Punkte rauskriegen soll. Deswegen ist mir eigentlich egal. Es ist eine falsche Einstellung beim Zugfahren, weil die Sicherheit sollte eigentlich immer vorgehen. Ja! Mann. Ich glaube, ich brauche so einen Siefer-Button einfach so, wo ich immer so draufhauen kann, echt. So ein Original-Siefer-Button, der dann an den PC angeschlossen ist. So hier. Dasch. So ein Boxsack. So BAM! Einmal Siefer bestätigen. Bam! Ja, jetzt. Es ist wirklich eine kritische Fahrt. Das Szenario ist einfach sehr kritisch. Weil es eigentlich unschaffbar ist. Oder was heißt eigentlich? Ich glaube, dieses Szenario ist unschaffbar. Weil diese minus 3128 Punkte, die ich jetzt habe, die kriege ich nie wieder reingeholt. Und gut, für vielleicht 1000 bin ich inzwischen schon verantwortlich, aber den Rest, nee.
Vielleicht hätte ich das noch ein bisschen abschwächen können, aber... Sehe ich jetzt eigentlich auch nicht. So, Brühl sind wir jetzt schon. Dann dauert es ja wenigstens nicht mehr allzu lange. Boah, Framerate, beruhig dich. Komm, jetzt lassen wir den mal ausrollen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt wieder irgendwas und dann... Wenn ich jetzt eine Zwangsbremsung kassiere, dann bekomme ich so viele Minuspunkte, das will ich gar nicht. Auf dem Gegengleis steht der Verkehr einfach nur. Da geht gar nichts mehr voran. Hier stehen überall einfach Loks, beziehungsweise ganze Züge, irgendwie einfach so in der Landschaft rum. Keine Ahnung, was die machen oder keine Ahnung, warum die da so stehen. Steht nicht mal vor dem Halt zeigenden Signal, der steht einfach so. Oder der hat sehr früh gebremst, aber normalerweise soll man immer bis zum Halt zeigenden Signal fahren. Aber kann mir auch egal sein. Pünktlichkeitsmalus, 1408 Punkte, minus. Und ich fahre schon die ganze Zeit viel zu schnell. Boah, ich krieg das Kotzen. Naja. Wollen die mich jetzt nur auf 100 runterbremsen? Dafür hätte man noch kein VR2 zeigen müssen, oder? Ich traue dem Braten nicht. Tatsächlich, die wollen mich nur auf 100 haben. Komische Leute. Psch. Irgendwas bediene ich damit. Ich weiß nicht was. Teilweise den PCB mit bedienen, mit Komma auf dem 10er-Block, okay. Wusste ich auch noch nicht. Ah, was für eine grauenhafte Fahrt. Die Fahrt ist eigentlich ganz, ganz schön, aber es ist sehr frustrierend, wenn man keine Pluspunkte kriegt am Ende, sondern nur fette, fette Minuspunkte. Aber wir sind jetzt da, wir sind jetzt tatsächlich gleich da, in Kürze. Da hinten ist schon Eiffeltor. Da sind schon die riesigen Kräne. Das heißt, wir können schon langsam anfangen abzubremsen, weil jetzt gleich werden wir sowieso... Ach Mist. Das hat mir gerade noch gefehlt. So, das wunderschöne Vorsignal. Ja klar, Pünktlichkeitsmalus, ja ist klar. Es ist echt traurig. Traurig ist das. Ah, 40, 40, 40! Oh oh, oh oh. Na, passt noch. Wunderschönes Formsignal. Haben wir noch soeben hinbekommen.
Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung, klar. Klar, klar! Gib mir die Minuspunkte, ich brauche sie ja. Kann sich richtig in Rage reden. Herzlich willkommen. Wir sind an unserem Zielort angekommen. Mit einer deprimierenden Punktzahl von minus 5189 Punkten. Das wäre echt eine Frechheit. Wo kommen denn die 20 auf einmal her? Ach. Du musst jetzt 20 fahren, wo steht das? Du musst 20 fahren, wo steht das? Du musst 20... Ja. Du musst raten. Du musst das nach Gefühl machen. Als echter Lokführer fühlt man, wo man 20 fahren muss. Das hat eigentlich keinen Sinn. Wir haben das sowieso nicht erfolgreich beendet. Fahren wir jetzt wenigstens auf... Nee, schade. Sonst hätte ich jetzt einfach den Prellbock umgedonnert. Macht einen auf Dauer Kirre. Jetzt schlängelt sich der Zug hier noch wunderschön rum. Habe ich irgendwas verpasst? Wieso stand da gerade Einstellung Notbremse? Wieso? Ist hier irgendwo die Notbremse drin? Nein. Wieso steht das da? Man weiß es nicht. Könnte jetzt auf den Stein hier beißen, den ich hier auf dem Tisch stehen habe. Wisst ihr was? Fahrt euer Szenario doch alleine, liebe Entwickler. Mann. Ja, ich weiß nicht. Die Fahrt war schön, das Szenario war leider scheiße. Also, ich weiß nicht. Vielleicht kriegt man es ja doch irgendwie hin. Aber ich persönlich sage für mich, dieses Szenario muss ich nicht mehr anpacken. Ich versuche es nicht noch einmal. Und ich akzeptiere auch nicht, dass ich so viele Minuspunkte habe. Und ich akzeptiere... Zeptiere auf gar keinen Fall, dass ich über dieses rote Signal gefahren bin. Und generell, nee. Also. Ja, Halt verpasst. Betriebsfehler. Aber guckt euch das mal an. Das möchte ich nur mal kurz sagen. Moment. Pünktlichkeit. Was? 125 bis 567 Sekunden spät? Mal 1,0 mal 4,5? Was? Wie rechnen die das? Für Pünktlichkeit bekommt man 125 Punkte. Korrekt. Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich bin ein Zerstörter. Mann. Euer Zenges. Macht's besser. Tschüss.